Graber, wie hat er jetzt den Start von der neuen Legislatur erlebt? Ja, es ist zwar erst meine zweite Legislatur, aber das ist, glaube ich, schon sehr speziell gewesen, wenn man nicht einmal weiss, ob man die Legislatur mit den gleichen Leuten zu Ende machen wird, wie man schon angefangen hat. Da sind jetzt mehrere Vorschläge gegangen, dass man die Validierung aussetzt. Jetzt ist aber gleich alles durchgekommen. Gut oder schlecht? Also mit Bezug auf die Grossratswahl ist wenigstens formal juristisch korrekt, weil die Beschwerdefrist von 3 Tagen abgelaufen ist. Mit Blick auf Staatsratswahl ist aber nicht einmal das der Fall und das wirkt schon sehr ein spezielles Licht auf den heutigen Tag, das müssen wir ganz klar sagen. Und ich will hier betonen, dass der SVPO alles daran gelegen ist, dass man völlige Transparenz und Klarheit schafft, egal ob das die Grossrats- oder Staatsratswahlen betrifft, was Wahlbetrug angeht und ob wir da Nutznießer sind oder die Betrogenen, spielt überhaupt keine Rolle. Wir wollen, dass der Wählerwille zählt und dass man Wahlbetrug voll bekämpft. So gut wie man kann und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und wenn nötig, müssen wir halt die Wahlen wiederholen. Wird die Justiz da die Aufgabe machen? Was meint ihr, ihr als Jurist? Ist jetzt schon unter Druck, oder? Medial und vor allem auch politisch? Ja, ich glaube, die Justiz darf sich da nicht zu fest unter Druck setzen. Die müssen die Zeit sich nehmen und unabhängig, neutral den Sachverhalt eruieren. Aber wenn es tatsächlich auch Anzeichen gibt, dass Wahlergebnisse relevante Verfälschungen gegeben haben, dann wird die Justiz ganz klar müssen, das Resultat kehren und die Wahlen kippen und neue Wahlen geben. Ja. Ihr habt es ja angesprochen, aber die Kursfrist läuft ja nur bis Mitternacht. Das ist eigentlich ein Unding, oder? Das müssen wir so verändern. Ja, das ist ein absolutes Unding. Also, vielleicht würde ja heute noch ein zweiter Kurs platziert, wer weiß. Und das geht natürlich nicht. Habt ihr das Gefühl, dass jemand einen Kurs macht, wenn er jetzt so mit dem Parlamentarier geredet hat? Ihr selber viele oder jemand von der SVP? Also, ich selber nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen. Was habt ihr das Gefühl, das neue Parlament jetzt, das steht ja unter Druck nach dieser ganzen Polemik, die jetzt entstanden ist. Jetzt müssen wir die Arbeit und dann wieder das Vertrauen zurückgewinnen von der Bevölkerung, oder? Ja, und das ist nicht ganz einfach, das müssen wir ganz klar sagen. Wenn man unter so Vorzeichen steht, das ist ein schlechtes Image, zum einen für den Kanton und zum anderen aber auch für die Politik als solche. Politik hat ja sonst schon mit Vorurteilen zu kämpfen und jetzt noch geht das, dass sie das noch verstärken. Ja. Grossratspräsident, ist jetzt der Diego Wellig, hat er das Gefühl, er wird das gut machen? Besser als der Vorgänger, der teilweise ein bisschen chaotische Debatten waren im Grossratssaal? Gut, das ist nicht so schwierig, das besser zu machen als der Vorgänger. Also da bin ich 100% sicher, dass der Diego Wellig das viel besser machen kann. Als Bergführer würde ich sagen, mit Diego Wellig geht es nur bergauf.